Hier steht sie, abfahrbereit zur ersten Fahrt ins Erzgebirge über eine grundlegend sanierte und erneuerte Strecke. Aus Richtung Hauptbahnhof kommt sie noch mit Straßenbahnstrom und hier ab dem Umschaltpunkt im Technopark fährt sie dann weiter ins Erzgebirge mit Dieselelektrik. Und auf diese erste Fahrt ins Erzgebirge nach Aue, Sachsen wollen wir sie jetzt mitnehmen. Und zwar von Chemnitz bis in die große Kreisstadt Aue-Bad Schlema. Eine Strecke, die bis auf ein Stück Neubau als Verbindung zum Technologiepark schon eine lange Geschichte hat. Sie sollte große Vorteile für die bestehende Industrie, den Holztransport und schließlich auch für die Menschen selbst bringen. Schon am 15. November 1875 konnte der Bau vollendet werden. Damals fuhren die Züge allerdings noch bis ins vogtländische Adorf. Die Erlöse blieben damals mager. Die Bahn wurde schon 1876 an den sächsischen Staat verkauft. Schwere Schäden musste die Strecke im Zweiten Weltkrieg verkraften. Und 1967 wurde aus der Hauptbahn eine Nebenbahn. Zwischen Karl-Marx-Stadt und Zwickau wurde elektrifiziert. Der Güterverkehr durchlief daher eher Zwickau. Ja, und das letzte Stück, was das Straßenbahnnetz in Chemnitz mit dem Bahnnetz verbindet, ist auch fertiggestellt. Seit 2018 wurde ja daran gewerkelt. Und Robert Ditsch, auch vorher mussten ja ganz viele Vorbereitungen getroffen werden. Genau, also wir haben zum einen die Stufe 2 des Chemnitzer Modells hier bis zum Technopark im Straßenbahnbereich von Chemnitz verlängert. Vorher bereits an der Stufe 1 am Chemnitzer Hauptbahnhof die Durchbindung geschaffen, sodass die Fahrzeuge, die jetzt auch dann bis Aue fahren können, schon seit mehreren Jahren aus Mittweida, Hainichen und Burgstedt ins Chemnitzer Zentrum fahren können. Ja, das war 2013/14. Diese schicken Citylink-Fahrzeuge hat es aber damals noch nicht gegeben. Nein, für die Pilotstrecke nach Stolberg wurden Variobahnen beschafft, ähnlich wie sie im Chemnitzer Straßenbahnnetz vorhanden sind. Und die fahren dort nur auf der einzelnen Strecke und können auch nur dort fahren. Und diese neuen Citylink-Fahrzeuge, die sind seit 2016 in Betrieb. Und es war ja nur eine Lösung, hier Hybridfahrzeuge zu beschaffen. Es war ja auch noch eine andere Lösung, beispielsweise die Strecke vollständig zu elektrifizieren. Warum hat man das nicht gemacht? Als die Bahnen beschafft wurden, waren am Hauptbahnhof die Strecken Richtung Hainichen, Richtung Burgstedt, oder sind es auch immer noch nicht elektrifiziert, nur die Strecke nach Mittweida ist elektrifiziert. Und der Aufwand, die Kosten, um jetzt hier Richtung Aue oder Thalheim zu elektrifizieren, waren vor allen Dingen auch unter dem Hintergedanke, dass die Fahrzeuge jetzt schon so beschafft wurden mit Dieselantrieb, da nicht gerechtfertigt. Also wirtschaftlich einfach nicht tragbar. Wir haben aber jetzt schon oft vom Chemnitzer Modell auch gehört. Ein Begriff, der in aller Munde ist, zumindest hier im Raum Chemnitz und auch bereits in der Region um Stolberg. Jetzt werden auch die weiteren Erzgebirger damit konfrontiert, also jetzt auch bis Aue. Immerhin steht ja in der Unterzeile noch der Claim verbinden, was zusammengehört. Was ist denn das Chemnitzer Modell? Das Chemnitzer Modell ist die, ich sag mal, S-Bahn-mäßige Verbindung im Großraum Chemnitz, wo das Eisenbahnnetz, die vorrangig Nebenstrecken, mit dem Straßenbahnnetz verbunden werden. Grundlage dafür ist, dass das Chemnitzer Straßenbahnnetz die gleiche Spurweite wie die Eisenbahn hat und dahin vermeintlich einfach diese Verbindung möglich ist. So, dies findet seit 2002 Richtung Stolberg statt.
2013/14 am Chemnitzer Hauptbahnhof und jetzt neu seit diesem Jahr dann auch hier am Bahnhof Chemnitz Süd in Chemnitz, um dann nach Thalheim und Aue zu kommen. Ja, und über ein Gleis wollen wir gleich fahren, nämlich über den neu gebauten Abschnitt vom Technologiepark auf die bisherige Eisenbahnstrecke nach Aue. Die musste aber erst einmal für den Linienverkehr der Zukunft hergerichtet werden. Gleich starten wir hier also pünktlich in die erste Fahrt und mit mir auf Fahrt geht auch diese Platte. Denn ich habe mich auf dieser ersten Fahrt mit einigen Stadt- und Gemeindeoberhäuptern verabredet. Die werden zumindest ein Stück mitfahren und auch hier auf dieser Platte unterschreiben. Eine Unterschrift sehen Sie aber schon, nämlich die von Ministerpräsident Michael Kretschmer. Der hat bereits in Dresden unterschrieben, genauso wie es gleich auch noch Martin Dulich machen wird. Mit dem Chemnitzer Modell ist in Sachsen etwas wirklich Besonderes gelungen. Dass das geklappt hat, hat viel mit Menschen zu tun, mit dem gemeinsamen Wunsch, Dinge zu bewegen, eine Region zusammenzubringen. Der Verkehrsverbund Mittelsachsen, die Chemnitzer Bahn, die gesamte Region um Chemnitz herum hat in den vergangenen Jahrzehnten das gemeinsam erreicht. Und die Verbindung nach Aue ist ein weiterer Meilenstein. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich freue mich auf weitere attraktive Angebote, viele gemeinsame Initiativen. Wir wollen Sachsen als Bahnland weiterentwickeln für den Tourismus, aber natürlich auch für die Menschen, die hier leben, die diese Angebote im Alltäglichen nutzen sollen. Was für ein schöner Tag für Chemnitz, was für ein schöner Tag für die gesamte Region. Schon damals haben kluge Leute vorausgedacht und mit dem Chemnitzer Modell Stadt, Ballungszentrum und die ganze Region verbunden. Ich bin ein großer Fan des Chemnitzer Modells und freue mich, dass wir heute die nächste Strecke in Betrieb nehmen können und so eben die Region und die Stadt anbinden können. Gerne mehr davon. Grußworte von der Landespolitik aus Dresden. Immerhin ist das ja eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte im Straßen- und Eisenbahnbereich hier in Sachsen, wenn nicht sogar das wichtigste. Dem wird mir sicherlich auch Dr. Christoph Scheurer, Landrat in Zwickau und Verbandsvorsitzender des Verkehrsverbundes Mittelsachsen, zustimmen. Ende Januar 2022 nimmt ein Zukunftstraum immer mehr Gestalt an. Das Chemnitzer Modell verbindet immer mehr Städte mit unserem Oberzentrum Chemnitz. Und nach Hainichen, Burgstädt, Stolberg sind nun auch Thalheim und Aue mit einer modernen, bequemen, direkten Zugverbindung dran. Und nicht nur ins Stadtzentrum hinein, sondern auch darüber hinaus wird es für die Fahrgäste möglich sein, das zu nutzen und tatsächlich zu erleben, was ich mit einem modernen
Eisenbahnunternehmen und einem modernen Zugbetrieb machen lässt. Einen ganz herzlichen Dank an all jene, die es hier fertiggebracht haben, aus einem Traum Realität zu schaffen. Allzeit gute Fahrt und den Gästen natürlich die Möglichkeit, das ausgiebig und viel zu nutzen. Auch Dr. Scheurer hat auf der großen Erinnerungsplatte unterschrieben, die wir nun mit auf die erste Fahrt nehmen. So eine Eröffnung wäre aber nicht komplett, ohne dass irgendwo ein Band feierlich durchgeschnitten wird. Und die Ehre hat jetzt Triebwagenführer Jens Gehrenbeck. Eigentlich, liebe Zuschauer, war die Eröffnung ja als öffentliche Veranstaltung geplant. Aber Sie wissen ja, aus Pandemiegründen kann das nicht so stattfinden. Deshalb bin ich hier in dieser Bahn auch weitgehend allein. Ich habe mir aber zwischendrin einige Gäste eingeladen, Bürgermeister, Oberbürgermeister, die hier dann mit mir zumindest ein Stück mitfahren werden. Ich freue mich aber, dass Sie, wo immer Sie auch jetzt sind, mit uns diese erste Fahrt zumindest virtuell genießen können. Abfahrt ab Technologiepark in Chemnitz. Zum ersten Mal offiziell. Noch sind wir aber nicht über die Großstadtgrenze hinaus. Zeit, den Oberbürgermeister der Stadt Chemnitz, Sven Schulze, zu hören. Vor die erste Bahn des Chemnitzer Modells, damals nach Stolberg. Und heute kommt ein neuer, wichtiger Abschnitt unseres Chemnitzer Modells dazu. Heute kann es über Zwönitz und Thalheim von Chemnitz auch nach Aue gehen. Ich freue mich, dass wir es geschafft haben, einen weiteren wichtigen Meilenstein zu schaffen für die Verbindung von Stadt und Region, für attraktive Nahverkehrsangebote und für ein Zusammendenken und Zusammenwachsen von Stadt und Umland. Allen, die daran mitgewirkt haben, vielen Dank und allzeit gute Fahrt den Bahnen des Chemnitzer Modells von Chemnitz über Zwönitz, Thalheim nach Aue. Das war Oberbürgermeister Sven Schulze. Bei mir ist jetzt Udo Schieritz von der Citybahn. Herr Schieritz, das ist doch sicherlich für die Citybahn und für den VMS natürlich auch ein denkwürdiger Tag, diese erste Fahrt mit der Chemnitzbahn in Richtung Aue. Auf alle Fälle. Wir haben lange darauf hingearbeitet und haben lange mitgefiebert, dass alles seinen Gang geht. Und jetzt freuen wir uns, dass wir die Strecke befahren dürfen. Wie bringen denn die Linien C13 und C14, die ja hier entsprechend fahren, die Region voran? Wie ist das gedacht? Wichtig ist, dass wir die Stadt Chemnitz als solches anbinden an das Umland. Und damit haben wir jetzt bereits gute Erfahrungen gemacht. Und die Erfahrung, gehe ich davon aus, werden wir hier auch auf der Strecke ausbauen können. Welche Erfahrungen haben Sie denn zum Beispiel auf der C11, die ja schon etwas länger von Chemnitz nach Stolberg und zurück fährt, gemacht? Also wenn wir mal die Fahrgastzahlen vergleichen, die vor der Inbetriebnahme waren, in etwa 1000 Fahrgäste am Tag und danach etwa 5000 Fahrgäste am Tag, das denke ich mal, die Zahlen sprechen schon für sich und das hat sich auch bis heute kaum geändert.
Fast unbemerkt haben wir mittlerweile die Grenze zwischen der Stadt Chemnitz und dem Erzgebirgskreis überfahren. Der erste Halt danach liegt im Ortsteil Dittersdorf der Gemeinde Amtsberg. Auf die kurze Mitfahrt wartet am Bahnsteig Bürgermeister Silvio Krause. Herzlich willkommen der Citybahn im Erzgebirgskreis in der Gemeinde Amtsberg. Der Bahnhof Dittersdorf ist der erste auf der neuen Linie im Erzgebirge. Herzlich willkommen hier. Mit der neuen Linie verbinden sich natürlich für uns als Randstädter neue Möglichkeiten, im Takt und regelmäßig die Stadt zu nutzen, mit all dem, was da drum und dran ist, bis ins Zentrum hinein. Aber natürlich auch die Hoffnung, dass einige Gäste die neue Linie auch nutzen, um in die Region zu kommen, die Sehenswürdigkeiten hier gerade in der Region Schobau zu nutzen, wie auch unsere Gaststätten und natürlich die Natur zu bedanken. Vielen Dank, und jetzt darf ich Sie noch bitten, zu unterschreiben. Nächster Halt auf unserer ersten Fahrt ist Burkhardsdorf Mitte. Hier steigt Bürgermeister Jörg Spiller zu. Ich bedanke mich recht herzlich für die Einladung heute. Ich möchte mich bedanken bei allen Akteuren, die das Projekt über Jahre begleitet haben. Und auch die Freude der Gemeinde Burkhardsdorf und anliegenden Gemeinden im Zönitztal dafür ausdrücken. Es bedeutet für uns wirklich sehr viel in Hinsicht auf die ansässige Wirtschaft und auch für den ökologischen Wandel. Ich möchte mal ein paar Zahlen aus dem Beispiel unserer Verwaltungsgemeinschaft nennen, Auerbach, Burkhardsdorf und Gornsdorf. Wir sind eine typische Wohngemeinde mit 10.500 Einwohnern. Davon haben wir 2.700 Arbeitsverhältnisse hier ungefähr in der heimischen Wirtschaft. Dem stehen ca. 4.600 Einwohner entgegen, welche Arbeitsverhältnisse besitzen. Das bedeutet, wir sind eine typische Gemeinde, welche Ein- und Auspendler hat. Und gesamt haben wir pro Tag ca. 2000 Einpendler nach Burkhardsdorf und 3700 Auspendler, welche Burkhardsdorf verlassen. Das bedeutet also, wir haben 5700 Bewegungen durch Einwohnerinnen und Einwohner. Wenn es uns gelingt, davon 25% hier auf die Schiene zu bekommen, stellt das natürlich einen großen Anteil für den ökologischen Wandel dar und auch für die Entlastung der Straßen nach Chemnitz. Okay, dafür drücken wir die Daumen und jetzt lassen wir Sie natürlich auf unserer Platte auch noch unterschreiben. Vom Haltepunkt Mitte ist es ein Katzensprung bis zur Euroform Arena Burkhardsdorf, in der Kultur und Sport zu Hause sind. Oder zum Bulldog Museum. Wer etwas für alte Fahrzeuge und Dampfmaschinen übrig hat, für den wird der Halt zu einem Eldorado. Auf ein Stück in der Schau sind die Vereinsmitglieder aber besonders stolz. Das steht nebenan, eine Dampfmaschine von Hartmann aus Chemnitz. Sie funktioniert, allerdings mit Pressluft. Man muss hier also kein Feuer mehr machen oder Wasser auffüllen. Gewartet werden muss sie trotzdem. Öl auffüllen, abschmieren und ja, auch mal entstauben. Das alles gehört dazu. Schließlich können sich Brautleute im Dampfmaschinenhaus auch trauen lassen. Ausstieg Burkhardsdorf Mitte, also nicht verpassen. Thank you.
Ich als Bürgermeister der Stadt Thalheim freue mich besonders, dass nun endlich Hauptbahnhof Thalheim mit Hauptbahnhof Chemnitz und Hauptbahnhof Aue wieder per Zug erreichbar ist. Ist besonders wichtig für unsere Bürgerinnen und Bürger, besonders für unsere Kinder, aber natürlich auch für die ältere Generation, dass man endlich mit dem Zug wieder mobil ist und im Sinne des Umweltschutzes natürlich vielleicht auch aufs Auto hier und da verzichten kann. Und auch die jüngere Generation freut sich. Du bist die Kinderbürgermeisterin, stimmt's? Ja, also ja, ich freue mich auch, weil zum Beispiel auch für die älteren Leute, meine Oma zum Beispiel, wenn wir mal zusammen shoppen gehen, da ist das halt auch schön, weil die hat kein Auto und ja, da könnten wir halt jetzt auch mit dem Zug fahren. Und das könnt ihr auch gemeinsam machen, ne? Ja. Wo geht's da zum Beispiel hin? Chemnitz, meist Chemnitz. Was auch besonders wichtig ist, dass natürlich die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 plus Region 2025 stattfinden und natürlich die Bahnverbindung elementar wichtig ist. Und für mich als Fußballfan ist es besonders schön, dass man dann auch wieder nach Aue zum Fußball fahren kann. Und natürlich auch Nico Dittmann soll hier auf der großen Tafel unterschreiben. Vielen Dank. Ja, einen Besuch in den Erzgebirgsorten können Sie jetzt einfach mit der Chemnitzbahn hier verbinden. Jetzt sind wir aber schon im Ortsbereich Zwönitz angekommen, mit Halt in Dorf Chemnitz und in Niederzwönitz. Achtung, das sind beides Bedarfshalte. Wenn Sie also hier aussteigen möchten, müssen Sie die Haltewunschtaste drücken, dort wo auch Stopp drauf steht. In Zwönitz steigen wir aber jetzt erst einmal aus, denn da gibt es direkt an der Strecke was zu sehen. Ein altes Signal an so einer neuen Bahnstrecke? Ja, das steht da. Allerdings gehört es nicht mehr zum offiziellen Bahnbetrieb und muss von Hand gestellt werden. Nur zum Schein. Es stand auch nicht immer da, sondern ist ein Relikt aus längst vergangenen Zeiten, als Zwönitz noch ein Kreuzungsbahnhof mit viel Güterverkehr war. Also es hat ursprünglich mal am Gleis N3 gestanden, hat die Ausfahrt in Richtung Aue geregelt. Der Bahnhof hatte mal 14 Signale und dann ist es vergessen worden, ist im Gebüsch eingewachsen und ist eigentlich aus dem Sichtfeld verschwunden. Gemeinsam mit der Stadt Zwönitz wurde ein neuer Platz gefunden, mit gebührendem Abstand, in der Nähe der sanierten Eisenbahnstrecke. Und manchmal zeigt es auch die freie Fahrt an, zu besonderen Anlässen. Wir müssen aber weiter. Im Linienverkehr wird die Bahn hier nicht zu lange halten. Und mit uns eingestiegen ist Bürgermeister Wolfgang Triebert. Glück auf! Ja, das ist natürlich ein erhebendes Gefühl, nach über zweijähriger Zeit jetzt Pause wieder in einen Triebwagen einsteigen zu dürfen. Und das ist schon toll. Und ich bin ja mit dem Erzmobil gekommen. Das ist ja unsere Ergänzung, unsere Zwönitzer Ergänzung zum öffentlichen Personennahverkehr. Und morgen startet dann der Linienbetrieb ja hier auf der Schiene. Und am Montag starten wir mit unserem Erzmobil und fahren dann auf Anforderungen, digitale Anforderungen, die Fahrgäste dann zum Bahnhof und vom Bahnhof holen wir sie da ab. Und ich denke, das ergänzt sich wunderbar und die lange Zeit des Wartens hat sich gelohnt. Wir freuen uns alle drauf. Was bedeutet das für Zwönitz? Also für Zwönitz ist der Bahnhof als wirklich jetzt Anschluss an Chemnitz per Schiene natürlich sehr, sehr wichtig, weil der Komfort in so einem Zug doch größer ist als im Bus. Also wenn man regelmäßig pendelt mit dem Zug, dann weiß man das zu schätzen, dass man im Zug doch mal noch irgendwo eine Tätigkeit machen kann, was im Bus schlecht gelingt. Und diese stündliche Taktfrequenz ist für uns natürlich auch ganz wichtig. Das ist eine Verdoppelung des Taktes und damit ist es dann eine Attraktivitätssteigerung. Ich denke, es werden doch viele nutzen. Ja, und jetzt würde ich sagen, Herr Triebert, Sie dürfen noch unterschreiben. Musik.
Von Zwönitz aus ist Lößnitz nicht mehr weit. Hier gibt es gleich zwei Haltepunkte, den oberen und den unteren Bahnhof. Und zugestiegen ist Bürgermeister Alexander Troll. Als vor einigen Jahren die Zukunft der Bahnstrecke Chemnitz-Aue in Frage stand, haben sich die Menschen im Städtebund Silberberg zusammengefunden und sich für deren Erhalt engagiert. Ich selbst bin damals als amtierender Vorsitzender im Rat der Bürgermeister des Städtebundes für die kommunale Stellungnahme verantwortlich gewesen. Und deshalb freuen wir uns natürlich, freuen sich meine Amtskollegen im Silberberg, dass heute die Bahnstrecke, das Chemnitzer Modell, auch auf dieser Strecke in Betrieb gehen kann. Auf der Gemarkung Lößnitz befindet sich einer der schönsten Abschnitte mit wunderbarem Ausblick über das Erzgebirge. Ich wünsche also allen Reisenden eine angenehme, erlebnisreiche und vor allem allzeit gute Fahrt. Vielen Dank und jetzt natürlich die obligatorische Unterschrift. Immerhin hat der Bahnhof Lößnitz dank des Einsatzes des Modelleisenbahnclubs Bahnhof Lößnitz e.V. eine Weiche behalten dürfen und darf sich dann weiter offiziell Bahnhof nennen. Und ganz besonders interessant bei uns ist eigentlich, dass der Streckenabschnitt von Aue vom Bahnhof zum Bahnhof nach Zwönitz so einen Höhenunterschied zu überwinden hat, dass es auch der sächsische Semmering genannt wird. Also wir haben eine richtig schöne Schlaufe, die Strecke zieht, und wer dort schon mal gefahren ist, ich denke, das ist einer der landschaftlich schönsten auf dem ganzen Abschnitt Aue-Chemnitz. Dass ein bisschen Flair aus der guten alten Zeit im unteren Bahnhof hängen geblieben ist, liegt in erster Linie an dem Modelleisenbahnclub. Seit Jahren konservieren sie Bahngeschichte sozusagen im Kleinformat. Nicht mehr lang, dann ist diese erste Fahrt der Linie C13 ins Erzgebirge beendet. Und schon am unteren Bahnhof von Lößnitz ist Heinrich Kohl zugestiegen, Oberbürgermeister von Aue-Bad Schlema. In seiner Stadt endet ja diese Linie. Glück auf hier und Ihr Grußwort bitte. Ja, Glück auf. Ist schön, dass es jetzt nach vielen Jahren geklappt hat. Es ist eine qualitative Verbesserung. Man kann jetzt sozusagen zum Technopark und Universität direkt fahren. Also viele Möglichkeiten, während der Fahrt dann zu arbeiten oder zu studieren, auch wenn es ein paar Minuten länger dauert. Dafür hat man jetzt auch mehr Haltestellen. Und ja, wir haben lange gewartet. War ja auch zukunftsträchtig, wie jetzt die Zeit des Klimaschutzes und des Umweltbewusstseins zeigt. ÖPNV und SPNV haben eine Zukunft. Vielen Dank. Und hier am Haltepunkt des Erzgebirgsstadions ist ja der letzte Haltepunkt vor der Einfahrt in den Auer Bahnhof. Und der ist ja ziemlich geschichtsträchtig. Der Auer Bahnhof um 1900, zur Einweihung der Bahnhofsbrücke 1937, in voller Blüte und Größe 1968, und kurz vorm Abriss der Empfangsgebäude 2009. Immerhin erinnert eine gewisse Weitläufigkeit des Areals noch daran, dass der Auer Bahnhof zu Wismutzeiten regelrecht explodierte. Die Erweiterung zwischen 1949 und 1952 führte zu heute unvorstellbaren Dimensionen. Ein neues Normalspurkapitel Bahngeschichte beginnt dagegen heute, wenn auf den Gleisen des Auer Bahnhofs dank des Chemnitzer Modells Stufe 2 neues Leben einzieht. Möge es eine lange, gute und vor allem erfolgreiche Geschichte werden. Ja, und nach diesen Informationen natürlich auch noch für Oberbürgermeister Heinrich Kohl die Unterschrift auf der VMS-Platte. Vielen Dank. Und damit haben wir sie auch komplett. Musik
Ja, gemeinsam sind wir hier in Aue am Bahnhof angekommen. Und von hier aus könnte man jetzt weiterfahren, zum Beispiel nach Johanngeorgenstadt, Schwarzenberg, Breitenbrunn oder auch in die Gegenrichtung bis nach Zwickau über Hartenstein. Dirk Benjoschke von dem Verkehrsverbund Mittelsachsen, der Projektleiter für das Chemnitzer Modell, ist hier bei mir jetzt. Ja, so ein großes Projekt gibt es ja nun nicht zum Nulltarif. In das Projekt wurden große Summen auf jeden Fall gesteckt. Das heißt ja auch, der VMS glaubt ganz fest daran, dass das gesamte Projekt auch erfolgreich sein wird. Können Sie uns da irgendwie so eine Hausnummer nennen, was hier investiert wurde? Ja, also der Erfolg steckt eigentlich schon aus den Erkenntnissen der Stufe 0 von Stolberg nach Chemnitz oder umgekehrt. Und wir gehen davon aus, dass auch die Investition aus den Fördermitteln, die hier in das Chemnitzer Modell Stufe 2 geflossen sind, in Summe für die Bauleistungen rund 70 Millionen Euro zuzüglich der Planungskosten sich amortisieren im Laufe der Zeit. Und das Ganze wird zu 90% vom Bund und vom Land Sachsen gefördert. Ich wollte ja gerade fragen, das kann ja mit Sicherheit der VMS oder auch die beteiligten Partnerunternehmen nicht allein stemmen. Genau so ist das. Im Grunde bleiben wir mit einem Eigenanteil von 10% dabei. Und die 90% teilen sich in 75% Bund und 15% finanzieller Beteiligung durch das Land Sachsen. Damit wird das also auch zu einem der wichtigsten, wenn nicht sogar dem wichtigsten Infrastrukturprojekt seitens der Bahn hier im Freistaat Sachsen. Wofür ist denn diese gigantische Investitionssumme aufgewendet worden? Was musste denn alles gemacht werden? Also wir haben alleine an dem Streckenausbau zwischen Chemnitz Süd und Zwönitz diese 70 Millionen investiert in die Infrastruktur, Zweigleisigkeit, zahlreiche Brücken saniert, 6 neue Brücken neu gebaut und die ganze Signaltechnik allein im Wert von 10 Millionen Euro erneuert. Also so, dass ja auch ein sicheres Fahren auf lange Zeit möglich ist. Ja, vielen Dank für diese Informationen und toi 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 für das Projekt weiterhin, für die anderen Stufen. Ja, die Platte mit den Unterschriften ist jetzt vollständig und soll an die erste Fahrt am 29. Januar 2022 erinnern, an die erste Fahrt der C13. Ja, und wo wäre sie am besten aufgehoben jetzt als direkt beim Verkehrsverbund Mittelsachsen? Und dahin kommt sie jetzt auch zurück. Am besten mit der C13 hier, die fährt nämlich auch gleich wieder dahin. So, hallo, grüße Sie. Wir sind zurück von der Eröffnungsfahrt der Linie C13 und natürlich auch ein kleines bisschen der C14 hier. Und bei mir sind die Geschäftsführer des VMS, des Verkehrsverbundes Mittelsachsen, Dr. Harald Neuhaus und Matthias Korda. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, das ist jetzt Ihr Schild, wo alle darauf unterschrieben haben, die an der Eröffnungsfahrt teilgenommen haben, vor allem Bürgermeister, Oberbürgermeister Michael Kretschmer ist natürlich auch dabei, aber Ihre beiden Unterschriften fehlen noch. Die würden wir gerne jetzt noch nachholen und ich darf Sie bitten. Es ist geschafft, alle Unterschriften sind auf der Platte und damit kann dieses Teil auch natürlich zu den anderen großen Platten, zu den Streckeneröffnungen mit dazukommen. Ja, liebe Zuschauer, ich kann Sie damit nur einladen. Nutzen Sie die neuen Möglichkeiten der Linie C13 oder C14 von Hainichen oder von Burgstedt oder auch von Mittweida bis nach Chemnitz, bis nach Thalheim oder sogar bis nach Aue.